Last night, the Belgrade Philharmonic had an open-air concert in front of nearly 20,000 people. It's interesting how these most famous pieces of art and classical music sustain themselves throughout centuries. It's also interesting that many of these most famous pieces originate from today's Austria. This week we do have an Austrian and a Portuguese top 10 list. Let's see how sustainable these companies are. Here are this week's top 10 lists from Austria and Portugal. Two companies stand out and they're both in oil and gas. Even though we don't really trust in this kind of companies, I'm going to check them both out and make a comparison. Both websites are just petrol, 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 with one page mentioning hydrogen as a fuel of the future. They also both have one page called sustainability, mentioning the many awards they've won and some words on the future. Of course, as I thought, they are still not ready to leave oil behind, but they are talking of ecological ways of oil production. Both OMV and Galp say that they are sustainable. But can a company, which is primarily in fossil fuels, really be sustainable? I personally don't think so. Let's check out the rest of the lists. In Portugal, all of these companies are either medium in size or have very bad ranks, so I'll just move on to Austria. Here, there are some companies which I'm definitely not interested in: bank, airport, chemicals. There is one company which does seem good, and that is Voest Alpine. I apologize for my Serbian pronunciation. Their ranks are good enough, and their products are interesting for me, as all these metals are very important in different kinds of industries. They are also a sound incentive stock. What is bothering me here, in our case, is that we've already bought several industrials, and this company doesn't really do good for the diversification of our portfolio. As I didn't really find a company which I feel safe to invest in this week's top 10 lists, I think it's better not to risk it. See you next week. Diese Woche hat Milos etwas ganz Interessantes gemacht, nämlich er hat keine Aktien gekauft. Und er hat das begründet damit, dass er gesagt hat, wir sind zu wenig diversifiziert. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept beim langfristigen Investieren. Wenn Sie nicht wissen, wer die Gewinner sind, und ich weiß nicht, wer die Gewinner sein werden in den nächsten 30 Jahren, dann wollen Sie diversifiziert anlegen. Wenn Sie sicher sein wollen, das Geld nicht zu verlieren, dann lohnt es sich, nicht alles in ein Körbchen zu tun. Und das hat Milos gemacht. Er hat nämlich gesagt, die Voest Alpine, die er sich überlegt hatte zu kaufen, die kauft er nicht, weil wir schon sehr viel Industriekonglomerat in unserem Portfolio haben. Und das ist tatsächlich so. Wenn ich jetzt schaue, auf unserer Webseite gibt es ja das Portfolio, das wir immer pflegen in einem Google Sheet, das man selber auch für sich selber kopieren kann und selber pflegen kann. Dort habe ich die Aktien nachgefüllt und Sie sehen dort die Saisons 1, 2 und 3. Und in diesen drei Saisons haben wir alle Branchen aufgelistet. Also jede Aktie ist einer Branche zugeteilt und wir sehen, über alle Branchen genommen haben wir 70% von 300%, das sind ja drei Saisons, in Industrieunternehmen investiert. Und das ist tatsächlich gut, das ist nicht wenig. Also man kann durchaus entscheiden, wenn einem ein Industriekonglomerat nicht gefällt, dass man dann wartet und erst nächste Woche wieder entscheidet. Es ist aber auch ein Betrag, denn Industriekonglomerate sind etwas Wichtiges für Aktieninvestitionen. Es ist ein Betrag, wo man sagen kann, wenn ein wirklich gutes Industriekonglomerat kommt, in das man investieren möchte, ist das immer noch möglich. Aber wenn wir die anderen Branchen sehen, Services vor allem, Software vielleicht auch, Technologie, Tabak, aber auch Öl, Gas und Rohmaterialien, das sind Branchen, dort haben wir viel, viel weniger Aktien gekauft und es könnte durchaus Sinn machen, noch ein bisschen mehr diversifiziert zu sein und nicht bloß Industrieunternehmen zu kaufen. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit dem selber Investieren.